Servus Leute, ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder einen Tag für euch. Ja, und da habe ich bei, ich glaube, dem Kanal Michi Rollt, ja, habe ich den Bücherburger Tag gesehen. Und da dachte ich mir, hey, Burger mag ich, Bücher mag ich, das passt gut zusammen. Den mache ich jetzt mal für euch. Der beinhaltet, glaube ich, 6 Fragen und... Ja, fangen wir mal an. Erstens, wir brauchen ein Brötchen. Suche das erste Buch einer Serie aus, die dir besonders gut gefällt. Ja, eine meiner Lieblingsserien überhaupt hat mit Vampiren zu tun. Ja, Vampire Academy ist es eben nicht, aber es spielt in der Welt von Vampire Academy, nämlich ist es dieses Spin-off von Vampire Academy, Bloodlines. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt noch viel cooler als Vampire Academy, obwohl das ja auch schon irgendwie cool war. Das Problem an Vampire Academy war für mich trotzdem immer so diese Restsympathie Rose gegenüber, der Protagonistin, hat sich bei mir so immer nur so zu 80% eingestellt. So das letzte Quäntchen, ich liebe den Charakter, das hat sich irgendwie nie so bei mir eingestellt. Allerdings bei Sydney, der Protagonistin in Bloodlines, da war ich sofort hin und weg. Die mochte ich schon in Vampire Academy, da sie ja da auch mitspielt. Ich liebe die ganzen Charaktere von Bloodlines. Die Umsetzung, Hammer. Das ist eins der besten, coolsten Spin-offs, die man sich nur vorstellen kann. Also ich liebe diese Serie absolut. Und ja, ihr solltet es auch. Zweitens, jetzt brauchen wir Fleisch oder Ähnliches. Entscheide dich für ein tolles, von dir gelesenes Buch, welches 400 Seiten oder mehr hat. Ja, ich habe vor kurzem... übrigens ein kleines Raubtier, Fleisch, ne, Raubtier, gelesen, nämlich Streune von Stefanie Scheurich. Eine Autorin, ich glaube aus dem Schwabenland, aus Esslingen stammend, die beim Sternensand Verlag publiziert und eine ungemein talentierte junge Autorin ist, und ich habe mich schon zum einen Mal auf der Leipziger Buchmesse sofort in dieses Buch verliebt. Als ich das Cover gesehen habe, da musste ich das unbedingt mitnehmen, und der Inhalt ist auch echt der Hammer. Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Boru hat die Schnauze gestrichen voll von seiner Ausbildung zum Hexenmeister. Während er lieber Sänger werden würde, besteht seine Mutter darauf, dass er sein Studium an der Zauberschule vollendet. Er beschließt kurzerhand abzuhauen und seinem Traum zu folgen. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist der Fluch seiner Mutter, der ihn in eine Katze verwandelt, sobald er die Welt der Normalos betritt. Aber von seinem neuen Körper lässt Boru sich nicht aufhalten. Er begegnet Greta, einer Internatsschülerin, die den streunenden Kader bei sich aufnimmt. Seine Mutter hat allerdings noch einige Tricks auf Lager, um ihren Sohn zur Vernunft zu bringen. Bald schon ist Boro hin und her gerissen zwischen der Pflicht, Greta nicht in die Probleme seiner Welt hineinzuziehen, und dem Wunsch, bei ihr zu bleiben. Denn auch ein Kader kann sein Herz an ein Mädchen verlieren. Und schaut euch dieses wunderschöne Buch mal an. Das ist doch der Hammer. Der Inhalt ist genauso cool. Ich fand die Geschichte unglaublich toll.
Der Sternensand Verlag hat grandiose Autoren. Einige konnte ich auf der Leipziger Buchmesse kennenlernen. Und ja, ich bin durchaus begeistert. Drittens. Als nächstes kommt jeweils eine Scheibe Käse und Salat. Finde ein Buch, welches du gelesen hast und geliebt hast, und eines, welches du gerne lesen würdest. Das Kriterium hierbei, beide Bücher sollen maximal 200 Seiten haben. Ja, da habe ich zum einen von meiner Freundin Daphne Unruh Ranja. Das ist ein kleines Spin-off zur Zauber der Elemente. Haben wir die gesehen? Da in meinen Regale würden sie stehen. Zur Zauber der Elemente-Reihe. Hier geht es um Ranja. Das ist die Lehrerin für Feuer, für das Element Feuer. Und wie sie in ihrer Jugend von ein paar hundert Jahren für eine Hexe gehalten wurde. Also ein wunderschönes Buch mit einer wirklich tollen Geschichte über ein junges Mädchen, das im Mittelalter für eine Hexe gehalten wurde. Ist gerade mal so 150 Seiten lang, kann man mal ganz kurz zwischendurch lesen. Und hat von mir damals, glaube ich, sogar 15 Punkte, 5 Sterne, wie auch immer, volle Punktzahl, mehr geht nicht, bekommen. Ich fand's unglaublich toll. Und Daphne, falls du das hörst, hätte gerne mal noch so eine Geschichte von Ranja, die wie in ihrer Jugend spielt, vielleicht ein bisschen später. Wäre cool. Dann als zweites Buch, das ist der zweite Teil von einem meiner absoluten Lieblingsbücher und mit dem besten Buch, das ich bisher überhaupt in meinem Leben gelesen habe. Der erste Teil heißt Anna. Hallo, lieber Gott, hier spricht Anna. Der zweite Teil heißt Anna schreibt an Mr. Gott. Und ich habe mich irgendwie noch nicht getraut, dieses unglaublich kurze, viel zu kurze wahrscheinlich Buch zu lesen. Gerade mal 84 Seiten stark, dieses kleine Büchlein, Neues von Anna über Gott und den Lauf der Welt. Keine Ahnung, obwohl der erste Teil so wundervoll eigentlich geschrieben ist, das ist so emotional heftigstes Buch, und irgendwie war diese Emotionalität bisher ich habe den Mut noch nicht gefunden, das Buch zu lesen, ist vielleicht falsch beschrieben, aber es ist gar nicht so verkehrt, aber es muss irgendwann mal sein. Viertens. Nun kommt noch eine Scheibe Tomate. Wähle ein Buch, das du magst und nicht magst, und welches zwischen 200 und 400 Seiten hat. Tja, magst, nicht magst. So eine Sache. Ich weiß immer noch nicht wirklich. Harry Potter. Ich bin, wie ihr vielleicht wisst, ein absoluter Potterhead, und ich habe die ganzen Harry Potter Bücher alle schon über 20 Mal gelesen. Hört sich komisch an, ist aber so. Und Harry Potter und das verwunschene Kind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Vielleicht werde ich mal noch schlüssig darüber. Ich fand es nicht schlecht, aber ja,
so ist es mal manchmal. Da wird man sich nicht so einig. Fünftens, die vorletzte Zutat ist eine noch nie zuvor probierte Soße, von der du nicht weißt, ob du sie magst oder nicht magst. Suche ein Buch aus, von dem du dachtest, dass du es lieben würdest und am Ende nicht so toll fandst. Oder ein Buch, von dem du dachtest, du würdest es nicht mögen und es am Ende geliebt hast. Ich habe mich dazu entschlossen, ein Buch euch zu zeigen, von dem ich eigentlich dachte, dass ich es lieb. Denn der erste Teil von eben die Auswahl von Ellie Condy, die habe ich geliebt. Ich fand diese Dystopie so cool und so toll. Die Charaktere waren so super und es war alles so genial eigentlich umgesetzt. Tja, und dann kam der zweite Teil raus, die Flucht. Und ich habe das gelesen und ich war ein Stück weit einfach entsetzt, wie unterschiedlich diese Bücher waren. Und ich fand dieses Buch, die Flucht, ich fand es wirklich schlimm. Die Ankunft, wiederum der dritte Teil, der konnte mich dann gar nicht mehr so schocken, deswegen fand ich den gar nicht mal mehr so schlimm oder so übel. Der musste halt noch geschrieben und veröffentlicht werden, damit die Geschichte abgeschlossen ist. Aber dieser Bruch zwischen dem genialen 5 Sterne, 15 Punkte Buch, die Auswahl und eben dem die Flucht, das ist so heftig und so traurig, regelrecht, das macht mich immer noch traurig und ein bisschen wütend, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sechstens, das letzte Bestandteil unseres Buchburgers ist die andere Hälfte vom Brötchen. Finde ein Buch, eine Serie, welches du nicht lesen wolltest, weil du Angst vor dem Ende der Reihe hattest oder welches du jetzt im Moment aus demselben Problem nicht lesen möchtest. Das ist hier jetzt ein Buch, bei dem irgendwie beides zutrifft. Ich war gehemmt damals, als ich es begonnen habe zu lesen, weil ich eigentlich schon ein Teil wusste, ein bisschen gespoilert war. Und das Buch vom gefühlten Stil meines Erachtens ganz anders irgendwie war. Veronica Roth hat hier diesen dritten Teil, die Bestimmung, letzte Entscheidung veröffentlicht und es hat sich irgendwie fortgesetzt, was ich schon beim zweiten Teil ein Stück weit so gespürt habe, dass die gute Frau ihren Schreibstil ein bisschen ändert. Mir ist vorgekommen beim zweiten Teil schon, dass die Veronica Roth, wie auch immer sie heißt, glaub vom Verlag her schon ziemlich beeinflusst wurde, würde ich mal denken. Und das ist, glaube ich, beim dritten Teil noch viel mehr gewesen. Keine Ahnung, ob das stimmt, das ist jetzt mein Eindruck. Mir ist auf jeden Fall der dritte Teil, dachte ich, das hat doch nicht diese gute Frau geschrieben, die den ersten Teil geschrieben hat. Ich konnte so gar nicht, ich habe mich so gequält, damals, als ich das gelesen habe, und habe dann ja, bei Seite, hier ist das Lesezeichen, bei Seite 396 vor dem 41. Kapitel das Buch abgebrochen und bis heute nicht mehr weitergeführt.
weil ich einfach so sauer war, dass dieses Buch so hakelig war und ich da einfach überhaupt nicht reingekommen bin. Ja, das war jetzt mein Burger-Buch-Burger-Tag oder Bücher-Burger-Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand den echt irgendwie sehr interessant, gerade weil man auswählen musste, oft seitenbezogen, durfte nicht mehr oder nicht weniger Seiten haben. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.